Wir haben es 100.000 Mal probiert, aber es funktioniert nicht. Ganz den Asiaten Chius gewidmet war, Römer und Ägypter eine weitere Insel besiedelt und nur noch einen Landstrich übrig gelassen. Wir gehen mal sofort weiter. Ich habe es jetzt schon so oft gehört, ich kann es nicht mehr. Achso, wir bauen jetzt erstmal hier die Holzwirtschaft auf. Forsthaus. Steinbruch kommt wieder da als erstes hin. Noch ein Forsthaus hier rein, die setzen wir mal ganz rein, weil die, da muss ja nichts abgeholt werden. Und dann dahinter die Holzfäller. 1, 2, 3, also Holz wird sehr wichtig sein. Und 2 Sägewerke. Ne, läuft gar nicht. Gerade ist mein PC abgeschmiert, aber es läuft auch absolut gar nicht. So, folgendes. Geologe, du suchst hier nochmal, wo hier die Kohle ist. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgeguckt, was man so noch beachten kann. Aber es wird schwierig, also. Wir versuchen das jetzt noch mal ein bisschen anders. Einen Trick habe ich mir jetzt in den Sachen abgeholt. Ja, es. Achso, erstmal die Edelsteinmine vielleicht. Schwefel ist hier unten. Nicht nur das. Ne, hatte ich nicht. Ich habe es aber gerade in den. Das habe ich Tatsache gelesen, dass da unten einmal Waffen sind. Was mir sehr gut auskommt. Ich hab's gerade gecheatet. Also es ist grausam. Die Mission ist grausam für mich. Ich weiß noch nicht, ob wir die jetzt schaffen werden. Die habe ich glaube schon 8 Mal jetzt versucht oder irgendwas mit Sigma neu laden. Was ist passiert? Ich bin besiegt worden. Die Gegner haben mich angegriffen ohne Ende. Das erste Mal habe ich am längsten durchgehalten, da kam blau. Die andere Mal hat gelb mich platt gemacht. Ja. Komplett. Ich konnte 4 große Türme nebeneinander stehen haben. 2 Burgen, 2 große Türme. Ich hatte nicht genug, um die abzuwehren. So, jetzt ist die Frage, wo jetzt hier die Waffen sind. Ob die jetzt hier unten im Süden sind oder hier, das weiß ich. Ne, die müssen ja hier unten sein. Jetzt eigentlich müsste ich bis hier, müsste ich das erobern, ne? Auch das habe ich nie gemacht. Weil ich den Platz eigentlich gar nicht brauche. Aber ich glaube, da sind auch noch Minen vorkommen. So, da sind jetzt mal Edelsteine auf jeden Fall. Die gleich auch mal mit auf. So, hier war Schwefel. Hier war Eisen auf jeden Fall. Auf jeden Fall meine Fischhütte, dass wir wenigstens ein bisschen Nahrung bekommen zwischendurch. Da ist ein Gegner, der uns stalkt. Der, ein Freeman, der hier auch die letzten Male immer schon mal mit war. Ey, wie stalkt er mich denn hier? Hat mir noch gesagt, ich solle doch mit Dieben mir die Waffen produzieren. Aber auch das ging nicht gut, weil die sind ja so weit im Landesinneren. Die Ressourcen des Gegners.
So, eigentlich müssten hier die Waffen sein. Ja, hier. Ich hoffe, dass das sind. Wobei, da sind 24, ne? Dann habe ich wahrscheinlich drei, die ich noch liegen lasse. Da sind die Bögen. Die Bögen sind am wichtigsten. Achso, warte mal kurz. So. Und jetzt alle, was ich hoffe, ist. Ja, liegt noch ein Bogen. Da muss ich wahrscheinlich noch mal ein paar runtergehen gleich. Ja, ich denke da nie dran, weil ich so oft eben auch vorgespult habe, dass das sonst wieder nicht. Also ne, ich habe eben so oft vorgespult, dass ich da jetzt nicht mehr dran gedacht habe. Immer so. Und du hast natürlich recht. Also die Waffen helfen natürlich. Das sind Nummer 24 Waffen. Die werde ich erst einsetzen, wenn ich auf jeden Fall die Bogenschützen, wenn ich die auf T1 habe. T2 dann. Also wenn ich die einmal wenigstens aufgewertet habe. Ist da noch was? Nee, ne? Weil sonst macht es keinen Sinn. Und dann habe ich hier noch ein paar Speere. Das hilft auf jeden Fall ungemein. Das hast du recht. 24 Soldaten mehr oder weniger haben, ist schon ein Unterschied. Achso, das brauche ich ja gar nicht. Ja, ich lasse es mit Priorität. Das hatte eben einen anderen Grund. Aber ich meine, wo ist, also jetzt mal ernsthaft, ja, also theoretisch, also es macht Sinn, eigentlich über die Karten aufzudecken, damit man halt sowas sieht. Weil das wäre mir natürlich total verborgen. Das hätte ich jetzt nicht in die Lösung geguckt, wäre es mir verborgen geblieben. Der ist halt gecheatet. So, den Turm lasse ich, habe ich eben hier auch schon mal weitergebaut, aber auch das war jetzt nicht so geil. So, guck du mal, wo Schwefel ist dann. Da ist Kohle irgendwo, das ist aber egal. Steinbruch arbeitet. Und der hat gar nichts, der Idiot. Ja. Also ich finde die echt schwer, ne? Ich finde die extrem schwer. Ich hätte die ohne. Das Haus soll Wirtschaftsprio sein. Das sind wahrscheinlich so viel, brauche ich gar nicht, ne? Mach mal mit 9. Die reichen auch wie. Ach, da ist auch noch einer. Hat der jetzt was? Weiß ich nicht. Kommt auf jeden Fall mit hoch. Also, ich hätte sie gar nicht gefunden, glaube ich. Okay, wo bringen die denn jetzt hin? Ich habe hier alles ausgestellt. Hat jetzt die Waffen? Nee. Ist doch egal. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar Waffen. So, Holzproduktion läuft gleich. Wir brauchen unbedingt das Wohnhaus für mehr Arbeiter und so weiter. So, komm du noch mal her. Hier war Kohle irgendwo. Dann, wobei hier auch, ne? Und da war mehr Kohle. Dann sollte ich hier noch mal gucken, wo hier ordentlich Kohle war.
Und der Gegner, wenn ich da mit dem Gegner mit Dieben hingehe, der greift mich ja sofort an. Also der geht ja mit seinen Soldaten dahin, wo die Diebe sind. Ich dachte, also wenn ich dem irgendwo was knalle, kommt er sofort. Ich dachte, das merkt er gar nicht. Die haben doch hier was. Irgendwer hämmert hier. Also vielleicht kann man ihm wenigstens ein bisschen Holz klauen, auch das würde ja helfen. Ich glaube, ich habe alle Waffen, ne? So, da steht gleich alle. Oh ne, 8 Holz noch. Wir brauchen echt viel Holz, obwohl die Holzproduktion so weit steht. Guck mal, da siehst du, der stellt jetzt überall Waffen hin, weil der weiß, dass ich Liebe habe. Das ist ja mega krank. Alter, wer hämmert denn hier? Anzahl der Träger ist okay, das haben wir ja gleich. So. Ich kann mir jetzt einen Fisch klauen. Siehst du, der verfolgt mich hier. Ich kann hier gar nichts ordentlich klauen, weil der mich hier übelst krass verfolgt. Okay. Vor allem klauen, die Hälfte klaut ja eh nichts. So, ist jetzt hier noch irgendwas, wo ich das Holz klauen kann? So, das ist jetzt fertig, das ist gut. Dann fangen wir mal an, mit einer Schmiede zu bauen. Wobei eine Eisenschmelze brauche ich nicht. Ich mache erstmal eine Werkzeugschmiede. Waffenschmiede mache ich noch nicht, weil ich nur einen Schmieder habe. Da habe ich nachher wieder Probleme mit Hämmern. Dann sollten wir gleich auch einen. So, können wir da gleich das Holz klauen?
mit dem ich jetzt hier noch. Mit dem der Speerkämpfer ist zum Glück nicht so schnell. Nee, der bleibt stehen. Wenn wir immerhin 4 Holzbretter geklaut haben, hat sich das ja schon fast gelohnt. Dann haben wir Kohle, dann brauchen wir noch. Pass auf, wir haben jetzt noch nichts gemacht Richtung. Richtung Brot und so, ne? Wir haben noch nichts gemacht Richtung Brot und alles. Und vor allen Dingen auch nichts gegen Mana. So, kann ich jetzt mit den Dingen hier gleich noch was machen? Mal sehen. Alter, wir bauen wieder so viel. So, wir müssen das alles fertig bauen. Dann holen wir uns die Waffen. Dann gucken wir mal weiter. Nee. Dann müssen wir. Ja, ich habe gerade Scheiße gelaut. Egal. Wir müssen dann gucken, dass wenn das alles gebaut ist, müssen wir gucken, dass wir ganz schnell Kaserne bauen und dass wir Waffen produzieren. Also Soldaten produzieren so. Hat er nicht gerade hier irgendwas hingebracht? Siehst du, das ist ein Soldat. Echt, aber ich finde, die sind richtig mies, die Soldaten. Das habe ich sonst nie so erlebt. Ich weiß nicht, ob man bei Blau oben besser klauen kann. Aber bei dem kann man echt richtig schlecht klauen. Und jetzt haben wir hier eine Armada von Dieben, die wir wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätten in der Masse. Eine weitere Holzproduktion noch. Ich muss erstmal das andere fertig bekommen. Ich habe hier 3 Holzfäller. Was? Mahlzeit der Fan. Guck mal. Seit wann haben die überall Soldaten irgendwo rumstehen? So. Achso, die sollen ja noch Gold einliefern. Habe ich aber eigentlich eingegeben, was die Gold einliefern. Ich weiß nicht, warum die jetzt alles noch eingeliefert haben. Ach, da sind die Waffen drin. Ich würde ja gerne noch ein paar. Wir klauen hier mal ein paar Edelsteine, ne?
Und ein bisschen Essen ist ja auch nicht so verkehrt, wenn wir das klauen. Das kriegen wir hier gut hin. So, Edelsteine geklaut und ein bisschen Fisch, das ist okay. Und das ist fertig, das klauen wir da auch ein bisschen. Der muss gleich herstellen, auf jeden Fall noch einen Hammer. Ja, das vergesse ich immer. Und meine Hand ist gerade ein bisschen demoliert. Deshalb kann ich nicht ganz so gut agieren. So noch zusätzlich. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt weiterbauen soll oder nicht, ne? Also in der Beschreibung stand am besten die ganze Halbinsel einnehmen. Da bin ich auch nicht so ganz von überzeugt. Ob wir das überhaupt brauchen. Ich speichere jetzt auch nochmal. Weil dadurch, dass wir eben das Unglück hatten, hat der sonst gar ohne Speicherpunkt komme ich gar nicht mehr in die Mission rein. Guck mal, was er hier wieder hinbringt. Guck mal, wenn wir das jetzt wieder klauen. Die ganze Zeit. Das ist aber schon, das finde ich schon nice, oder? Ich meine, auch den Fisch können wir ja gut gebrauchen im Moment noch. Das weiß ich. Und die Frage ist halt, ob wir da jetzt was hinbauen. Weil das Problem ist, wenn ich hier was hinbaue, ist der Übergang trotzdem da. Das heißt, die schießen trotzdem erst ab hier. Das habe ich eben schon versucht. Die Idee hatte ich zwischendurch auch schon. Ja, ich hätte gerne ein bisschen Holz. Also Holz wäre nice, wenn ich das hätte klauen können. Eigentlich gar nicht so viel reicht, wenn wir die da haben. Mit dem Druck kann ich vielleicht was anderes machen. Guck mal, jetzt ist hier ganz viel Nahrung, die wir dem wegklauen können. Aber der scheint ja auch nicht viel rauszuholen, ne? So, klauen wir den auf jeden Fall um die Sachen. Hier unten, jetzt war die Frage, lohnt sich das bei dem auch zu klauen oder nicht? Das wäre ja gerade meine Frage, ob sich das lohnt. Der ist halt so ewig weit weg. Das steht gleich, das steht gleich. Oh Gott, ey. Sollten wir vielleicht mal machen. Alter! Ich hab meinen Dieb gekillt.
Also das läuft doch nicht, weil irgendwas noch fehlt, ne? Nee, eigentlich müssten wir alles haben. Jetzt haben wir alles. Ja, das macht Sinn. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass es Sinn macht, dich an die Diebe zu gewöhnen. Der ist auch dabei. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Also auch wenn wir erstmal nur Nahrung klauen, das ist ja nicht ganz so verkehrt, ne? 9% die Edelsteinmine ist echt erbärmlich. Das ist aber jedes Spiel unterschiedlich, wie viel, also ne, wo genau das die Kohle gefunden wird, ist echt unterschiedlich, ne? Warum haben die mich jetzt gesehen? Verstehe ich nicht. Also warum konnten die mich auf einmal sehen? Eben haben die mich ganz zeitlich gesehen. Warum haben die mich jetzt gesehen? So, wir brauchen auf jeden Fall auch eine Waffenschmiede noch und eine Kaserne. Weil. Achso, das war jetzt doof eigentlich. Egal, ja, komm. Wo weiß denn, dass die noch aufgedeckt sind vom letzten Mal? Also, wie lange sind die aufgedeckt? Ist da? Ulmin ist auch gar nicht so schlecht. Kulmin ist auch nice eigentlich. In der Kaserne warten wir noch genau so lange, gleich bis die Sachen hier stehen. Das ist erstmal wichtig, jetzt die Kaserne, die stoppen wir nochmal. Da sind nochmal viel Edelsteine. Da ist auch Kohle. Aber normal, die Türme sehen mich ja nur, wenn da Soldaten sind, ne? Also wenn Soldaten da rumstehen, die Soldaten in den Türmen, das ist doch egal, ne? Ich weiß, ob wir jetzt besser dran sind als bei den letzten Malen. Schwefe fehlt noch, warum auch immer wir noch kein Schwefe hier groß bekommen. Achso, weil das Mana hier noch fehlt. Okay, ach, weil die Bienen... Da müssen wir gleich noch mehr machen.
Kriegen wir hin. Ich glaube auch nicht, dass wir diese Runde gewinnen. Auch wenn wir jetzt ein paar Sachen besser machen, ich glaube nicht daran, dass wir das gerade hier gewinnen können. Ich speichere auch nochmal irgendwie hier. Ich meine, die Edelsteine tun dem wahrscheinlich gar nicht weh, wenn wir die haben, ne? Ich sage ja, dass die nicht so nutzlos sind, aber... Warum dauert das mit dem Holz so lang? Ey, wir haben zwei Sägewerke immerhin. So, der backt jetzt langsam Brot. Wahrscheinlich müssen wir gleich noch ein Haus bauen. Wenn das mal fertig ist, dabei haben wir noch ein bisschen was an Holz geklaut und alles. So, jetzt klauen wir dem da die Kohle noch. Ja, okay, das stimmt schon. Die sich jetzt mal die Kohle greifen. Den Fisch vielleicht auch. Ja, das weiß ich mit dem... Muss aber erstmal jetzt was passieren, ne? So, wenn der jetzt fertig ist, gleich gemacht. Sobald wir T1 Schwertkämpfer herstellen können, machen wir eine kleine Armee, dass der uns nicht weggewascht. Dafür habe ich noch ein bisschen Angst. Das heißt, sobald jetzt die. Der ist gleich fertig, sobald jetzt der große Tempel fertig ist, dann. Und dann die Kaserne. Eigentlich wieder freigeben jetzt auch. Dass wir das haben. Und dann weiß ich auch nicht, wie wir uns verteidigen sollen. Am besten oder am klügsten. Ja, ich habe ja schon ein bisschen Mana, wird er jetzt hergestellt. Der kleine Tempel ist ja da, der kriegt ja jetzt die ersten Mana-Dinger jetzt gleich. Hoffe ich jedenfalls. Siehst du, da kommt schon ein bisschen Mana rein. Das sollte dann reichen dafür, bis der große Tempel fertig ist und die Kaserne, sollten wir auf Tier 1 kommen. Eigentlich auf jeden Fall sollte das klappen. So, und dann ist aber immer noch die Frage, wie wir es schaffen. Also, wir haben beim letzten Mal haben wir es nicht hinbekommen, dass die uns weggewascht haben. Die Frage ist dann wirklich, bauen wir da nicht große Türme hin oder wie machen wir es am besten? Oder... keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Oder da sind viele Edelsteine. Ist krass, wie viel Holzbedarf die haben, ne? Ich noch mal irgendwo hier unten ab. Das sind jetzt nur 5, das ist aber egal.
Da kommt jetzt mal ein bisschen Schwefel langsam. Holz da fehlt. Wobei Kohle kriegen wir eigentlich wahrscheinlich genug, ne? So, kannst du jetzt mal den hier fertig bauen, bitte? Jetzt sollte der gleich wieder ein bisschen Kohle liefern. Ich meine, es schadet ja nicht, dass wir ein bisschen Kohle hier noch zusätzlich haben von den anderen. Das ist halt nicht das dringendste, Edelsteine sind. Ja, ich muss aber gleich erstmal gucken, dass wir ein bisschen noch. Gut. Eigentlich müsste ich Karte aufdecken, was kostet so viel Mana? Das Karte. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schwefel. Wir müssen aber gucken, ob hier nicht irgendwo noch Schwefel rumhängt. Also da können wir nochmal Diamanten bauen. Edelsteine, das lohnt sich ja schon. Trotzdem glaube ich, wir schaffen es wieder nicht. Also außer der hat gleich Angst durch die anderen Soldaten, dass er dadurch nicht angreift. Die Frage ist halt dann, machen wir jetzt Turm-Defense oder wie versuchen wir es zu machen? Sagen wir jetzt, wir gehen das mit ganz vielen Türmen an oder nicht? Und machen wir Karte aufdecken oder, wobei wir machen komm Geschenk, wir brauchen die Waffen gleich. So, das muss jetzt mal schnell fertig werden, das Wohnhaus. Damit wir da noch ein bisschen was bekommen. Soldaten. Wir brauchen erstmal die Soldaten, dass der uns in Ruhe lässt. Dann ist wirklich die Frage, schaffen wir hier Turm-Defense zu spielen oder schaffen wir es nicht? Ja, ich weiß noch nicht, ob wir gleich Turm-Defense spielen sollen oder wie wir es machen sollen. Das ist ein Schwefel. Also wie gesagt, eben hat das nicht gereicht mit den Türmen, die ich aufgestellt hatte, obwohl ich da einige hatte, aber das hat nicht gereicht. Da ist noch besser Schwefel, das ist gut. Und ich bin mir halt unsicher, was ich da machen soll. Also ob ich jetzt sagen soll, wir bauen hier wieder zig Türme auf und versuchen es zu verteidigen.
Oder ob wir sagen, wir holen einfach die ganzen Soldaten davor und Truppen greift einfach nicht an. Die Waffenschmiede habe ich eigentlich schon gebaut jetzt. Ne, die wird noch gebaut, wo immer die auch gebaut wird. Hier irgendwo, ne? Da. Ja, das dachte ich ja auch. Das wurde auch so angepriesen, von wegen kann man gut verteidigen. Aber egal, ich habe es ja eben probiert. Man ist ein bisschen höher gekommen, aber nicht viel. Das kannst du knicken mit der Engstelle. Die kriegst du halt einfach dann auch nicht. Also das wäre mein Eindruck gewesen. Mal gucken, was der hier in Nahrung reingehauen hat. Jetzt würde dem Schier was bauen. Ich glaube, der baut jetzt hier gleich noch Türme hin. Das hat er beim letzten Mal jedenfalls irgendwann gemacht. Also es stand ja so in der Beschreibung, die gehört erst seit Anfang an, gehörte die ja dem Gegner. Oh Gott, jetzt schickt er den Soldaten hier hin, kriegt er mich? Ja. Jetzt, deshalb weiß ich halt nicht, was ich da machen soll. Ich meine, ich kann da ja so, ne, ich kann hier noch Burgen bauen oder sonst was, das kann ich machen. Die Frage ist das sinnvoll? Ich kann hier auch. Das machen wir jetzt auch nochmal. Kannst du da auch Harz zu, aber. Ah, guck mal, jetzt kriegen wir langsam ein bisschen Eisen dazu. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt durch die Waffen mehr Soldaten als eben. Die Frage ist: Reicht das um. Sollen wir jetzt trotzdem sollen wir das Tower Defense spielen oder nicht? Das ist jetzt die gute Frage, ne? Noch hier ist Eisen auf jeden Fall drin. Zwar wenig, aber das können wir jetzt trotzdem mal bauen. Müssen wir eine Schmelze bauen noch. Was, wo hat der mich denn angegriffen? Boom. Zack, Gesicht. Das eine soll. Ach. Oh nee. Oh, das war doof. Da hab ich nicht aufgepasst. Ja, Diebe weg. Das ist schnüff. Das heißt, wir bauen hier noch einen kleinen Tank. Wir bauen wieder viel zu viel wahrscheinlich. Ah, guck mal, hier ist eine Schwefel. Das sollten wir uns auf jeden Fall noch holen. Das ist wirklich die Frage. Aber wir haben jetzt deutlich mehr Soldaten als eben. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier verbarrikadieren würden, würde das vielleicht sogar klappen.
eine Spitzhacke oder kann er das Geschenk gleich? Wir warten mal das Geschenk. Ah, wobei, warten wir, wir bauen mal eine. Also meine Idee ist jetzt, wir bauen jetzt hier noch ein Forsthaus hin und bauen hier noch für die... noch mehr Bienendinger hin. Wenn ich hier auch noch ein Forsthaus bauen. Forsthaus ist ja schnell gemacht. Ein Wasserwerk sollten wir auch noch mal hinsetzen, direkt mal. So, können wir jetzt nochmal versuchen, was zu holen aus der Mine. Ich hätte die Engstelle auch gern. Ich habe eben sofort mal versucht, wenn ich hier einen großen Turm hinsetze, also direkt als erstes, das erste, was ich im Game mache. Aber es hat... ich komme hier nicht dran. Ich bin hier irgendwie bis hier gekommen und nicht bis in die Engstelle. Spitzhacke dabei. Wir brauchen auch nicht so viele Schwerter, fällt mir ein. Ach, da kommt noch einer. Wir haben gleich keine Diebe mehr. Ja. Wir haben auch ein Haus, brauchen wir noch wieder. Deutsch. Ist halt die Frage, wie wir jetzt weitermachen, groß. Wir können auf jeden Fall, was wir jetzt noch machen werden, ist, dass wir mal hier gucken in der Kaserne. Ab 75% reicht schon nicht ganz. Also Edelstein kriegen wir genug, hier Schwefel haben wir im Moment auch genug. Wir brauchen Leute, die noch mehr tragen anscheinend. Deswegen hat er hier Gold rumliegen. Warum wird das hier nicht eingelagert mittlerweile? Kann ich gar nicht sehen, ob das eingelagert wird. Ja! Oh, hier ist viel Schwefel. Das wäre gut, wenn wir da auch noch eine Schwefelmine machen. So Leute, wie sieht's aus? Also hier machen wir jetzt weiterhin. Sollen wir uns verbarrikadieren hier? Sollen wir hier Festung bauen? Meint ihr, es reicht? Oder greift denn eher an? So, hier versuchen wir Wald zu machen. Dass hier nicht mehr so gut durch kann vielleicht. Null Prozent, ey. Jetzt hat der, wo baut der, will hier wieder was bauen?
Also meine Idee ist, wir machen jetzt hier einen Wald hin, versuchen das so ein bisschen hier einzuzäunen, bauen hier Festungen ohne Ende hin und dann soll er mal versuchen, uns hier anzugreifen. Meine Idee, ob das funktioniert, weiß ich nicht. So, hier bauen wir auch noch eine Schwefelmine hin. Wir haben auch nur die eine Bäckerei im Moment, aber da können wir eigentlich noch eine bauen. Und Teil der Träger, auch das machen wir gleich noch. Der findet ja hier gar nichts an Eisen. Mal, was da ist. Also das ist ja mal voll die Minusmine gewesen da. So, die Frage ist jetzt, wirklich hilft uns das, was wir hier machen? Ich weiß nicht, warum hier das Gold noch liegt. Minengoldträger. Warum hast du das andere Haus eigentlich gebaut, dass das, was noch fehlt? Hä, wir haben doch eben irgendwo noch ein Haus in Auftrag gegeben. Wo ist das denn? Ja, wir haben wieder keine Leute. Da. Ah, okay, das ist fast fertig. Ja, 7 Holz noch. Ja, wenn wir mehr Träger haben, haben wir vielleicht auch Glück und kriegen was. Weil da ist so überall Eisen. Dann, warum findet ihr denn gar nichts? Auch wenn da nur wenig Eisen ist, aber irgendwie war das gerade komisch. Und das ist jetzt gleich fertig. Da kommt noch zweimal Holz, dann fehlt es noch ein Holzfeder. Und wenn der jetzt das gebaut hat, dann kommen die vielleicht hier hoffentlich schlechter durch und dann können die abschießen. Das ist jetzt meine Idee. Oder wir hätten, aber ja auch hier, da kann man auch nichts ordentlich bauen. So, und wie gesagt, vorhin hat mich auch einmal blau voll weggehauen, ne? Blau hat mich eben, das im ersten Versuch hat mich Blau einfach mal sowas von katastrophal weggehauen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt nochmal passiert. Wie lange brauchen die da was zu klauen? Er ist wieder tot. So, da kommen jetzt neue Träger raus. Das ist sehr gut. Dann sollte es jetzt vielleicht ein bisschen besser werden. Noch 95%, also Mana gibt gerade auch gar nichts, ne? Wo wir jetzt hier zwei Tempel haben, aber ja, das wird hier alles nicht getragen, ne? Wir hatten keine Träger, das war das Problem. Wir hatten ein echtes Trägerproblem. Sollte jetzt hoffentlich besser werden. Ja gut, jetzt bauen wir natürlich schon noch viel.
Das ist jetzt gleich fertig, alles. Die Frage ist halt, können wir damit dem Gegner Einhalt bieten? Und dann noch meine Eisenmine hin. Die angeblich nicht nötig sei, aber ich glaube schon, dass die nötig ist. So, jetzt geht's wieder los. Jetzt wird ja wieder was produziert, das ist gut. Aber es kann sein, dass uns das jetzt so, also der Trägermangel echt auch was gekostet hat, ne? Jetzt wird wenigstens hier Gold produziert und so weiter. Und wir können die Sachen hier mal alle voll machen gleich. So, rein mit euch. So, das ist, glaube ich, das höchste Gefühl, was wir hier bekommen können an Land. Die Engstelle kriegen wir damit Tatsache nicht. Das hier. Okay. Das ist jetzt gleich auch fertig. Dann haben wir auf jeden Fall die Türme hier schon mal stehen. Die Frage ist nur, wenn die wieder angreifen, haben wir jetzt genug Soldaten, um uns zu verteidigen. Und da zweifle ich noch sehr dran. Das kann ich länger mitnehmen, aber... Ich dachte gerade, der Kinderarmee. So, machen wir die auch noch voll. Jetzt haben wir hier zwei Festungen, den kleinen Turm und den großen Turm. So, wir können hier natürlich jetzt immer noch, wir können hier auch noch einen Turm hinstellen. Und ich weiß ja, also... Zünden wir es doch mal ab. Ne, doch. Und ich weiß ja, aber das müsste auch mal reichen, dass denn genug Bogenschützen auch schießen können. Vor allem sollten ja jetzt auch wieder ein paar Leute herkommen, ne? Und der hat nämlich jetzt ein bisschen Eisen. Irgendwo bauen wir, ach, da wird ein Wohnhaus gebaut, das ist gut. Müssen wir eigentlich die Mana-Produktion noch ein bisschen ankurbeln. Weiß nicht, ob wir sonst was brauchen. Gold steht hier auch. Rekruten haben wir nur 6. Also im Prinzip müssen wir jetzt mehr oder weniger Wohnhäuser bauen. Also Schwib und alles funktioniert. Das sieht gut aus. Die Edelsteine sehen ganz gut aus. Kohle brauchen wir gleich wahrscheinlich nochmal irgendwo.
Wir können doch auch bei dem nochmal gucken hier. Ja, der hat jetzt schon eben Eisen gebaut, oder? Ja, hier war aber nicht auch noch Kohle. Und wichtig ist ja, wir müssen gar nicht gewinnen, wir müssen T3-Soldaten bekommen, was erstmal noch dauert, weil wir nicht schnell oder genug Mana produzieren. Kümmern wir uns gleich noch darum, dass wir das noch erhöhen. Kommt blau. Oh mein Gott. Aber das sind nur T1-Soldaten, ne? Aber da kommen auch T3-Soldaten, aber blau kommt und greift uns an. Und er baut eine Fischhütte hin. Okay. Gut, jetzt ist die Frage, schaffen wir es, blau hier zu besiegen? Und was macht denn bitte... Andererseits, was nicht schaffen wir, blau zu besiegen, was macht bitte denn gelb? Greift denn mit an? Also noch ist blau nicht da. Noch ein Geschenk hier machen. Spitzhacken ist gar nicht so schlecht. Das ist jetzt die Frage. Was macht jetzt Gelb? Greift Gelb uns jetzt mit an? Und besiegen wir Blau? Blau hat nur einfache Soldaten. Das sollte eigentlich relativ gut gehen. Alter, ich habe gerade ein bisschen Angst. Speichert nochmal. Blau sollte eigentlich machbar sein. Haut wieder ab. Okay, blau haut wieder ab. Schade eigentlich, den hätten wir, glaube ich, besiegt. Das waren wirklich nur, das waren fast alles nur T1-Soldaten, ne? So, der Turm ist jetzt gleich auch fertig. Okay. Na, der zieht wieder ab. Also solange wir nicht angegriffen werden, passiert nichts. Aber unser Kampf kommt erst bei 63%. Wir brauchen deutlich mehr Prozent. Haben wir denn das hier eigentlich? Das ist auch unser, ne? Zum Teil.
denn das? Irgendwo ist doch... Irgendwo ist ja gerade ein Fall gewesen. Ach Gott. Gott, der Noob. Okay, aber wir werden noch nicht angegriffen. Schwertkämpfer brauchen wir im gar nicht mehr. Ne? Das heißt, die Waffenschmiede, wir kriegen ja eben ein paar Schwertkämpfer immer zwischendurch. Das heißt, wir machen jetzt hiermit nur noch Bögen. Aber wir brauchen T3-Soldaten, 30 Stück und dann 100% Kampfkraft. Da kommt Gelb. Die Frage ist, können wir Gelb jetzt hiermit aufhalten? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht, Gelb aufzuhalten. Oder? Die Priester machen so viel Scheiße. Kommt jetzt Blau auch wieder? Wobei... Guck mal, was er hier noch hat! Verdammte Scheiße, ich krieg's nicht hin! Jetzt haben wir es verteidigt, aber der Turm, den haben wir verloren. Ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Jetzt hat er hier den Turm. Wie nichts mehr in Einheiten. Und jetzt kommt nämlich Blau an und will uns auch weghauen. Was machen wir jetzt damit, Leute? Hätte er den Turm nicht eingenommen, dann hätten wir es geschafft. Ja, hier werden wir jetzt immer angegriffen dabei noch. Auch irgendwie nicht so geil. Das ist hier gar nicht geil, dass wir jetzt den haben. Eine Gongwerkstatt bauen und den Turm wegreißen. Es kommt hier Blau hin, aber der hat nur T1-Soldaten. Das sollte nicht das Riesenthema sein. Hoffe ich jetzt. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen, ne? Das ist gerade das Einzige, was mir einfällt. Wir hauen den Turm weg.
Weil der ist jetzt mega scheiße. So, kriegen wir es hier gestemmt noch? Kann ich mir vorstellen, wobei es auch schon zwei T3er sind dabei. Weiß ich nicht, ob wir das gestemmt bekommen. Das sind. So, wenn der Turm jetzt auch noch fällt, haben wir richtig Arschkarte. Halten wir nicht, oder? Kommt jetzt auch noch gelb runter? Ne, noch nicht. Halten wir nicht. Halten wir nicht. Halten wir nicht. Wir haben die Festungen. Ja, komm. Laden. Wir laden noch mal kurz. Uhr. Lisa macht das Geschenk. Da sind auf jeden Fall Waffen drin, das ist besser als eben. Okay, da war blau. Die haben jetzt erstmal Priorität. Gegner einfrieren. Vielleicht sollte ich das mal gleich machen. Dass ich Mana habe, um das mal zu machen für den ersten Angriff von Gelb. Was gestorben? Ich glaube nicht groß. War besser. Wir haben jetzt maximal einen verloren. Jetzt ein paar Soldaten verloren. Nur schwache waren. Und wir bunkern uns hier weiter ein nochmal. Wir haben es, wie gesagt, eben einmal verloren. Nochmal, also wir haben es ja auch heute insgesamt schon ganz oft verloren, aber... Zu denen hier auch noch bauen. Und dann haben wir noch mehr Türme, die schießen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie das mit der Mana-Produktion ein bisschen besser hinbekommen. Und da ist Kohle, dass wir da auch nochmal Kohle brauchen.
Dann müssen wir irgendwie gucken, die Priester nerven halt mega, ne? So. Ich meine, die haben hier echt jetzt schon eine gute Verteidigung, die durch müssen, die Gegner, ne? Also. Jetzt haben wir noch mehr Türme als eben hier stehen. Wie gesagt, eben haben wir es nicht geschafft, die komplett zu verteidigen, ne? Da kommt Gelb. Das ist unser Priester. Wenn wir die Attacke überstehen, ohne einen Turm zu verlieren, bin ich guter Dinge. Ansonsten habe ich echt. Ne, erster Turm verloren. Haben wir mal Gegner einfrieren gemacht. Jetzt haben wir einen Turm verloren, einen kleinen Turm allerdings. Haben jetzt natürlich keine Soldaten mehr, ne? Weiß ja noch nicht, ob wir jetzt damit gewinnen können. Es ist auf jeden Fall schon mal besser gewesen als eben, aber. Jetzt kommen wahrscheinlich blau und greifen uns auch an. Wir brauchen diese scheiß Gongwerkstatt, würde ich mal behaupten. Dann machen wir den Turm nämlich einfach weg. Also wenn wir das schaffen, ich mach jetzt mal, ich weiß nicht, welchen Spielstand ich genommen habe eben. Nein! Penthesileas Vormarsch. 47, 46. Welchen Turm baut denn hier gerade noch? Den hier. Dass der Pionier oben wieder da angegriffen wurde. So, den Turm machen wir jetzt und dann lassen wir es mal so.
Bulimine auch noch wieder hin. Plötzlich nur 53. Die Frage ist halt, können wir jetzt, wenn der jetzt kommt, können wir das irgendwie verhindern? Ich fürchte aber nein. Ich fürchte nicht, dass wir das verhindern können. Ich glaube, wir werden das Spiel so nicht gewinnen können mehr. Weil wir viel zu viel Zeit irgendwo verloren haben und vertrödelt haben, keine Ahnung. Egal wie schnell wir jetzt hier Soldaten noch herstellen, es wird nicht schnell genug sein. Natürlich versuchen können, dass wir stellen hier einen Turm hin und wenn der kommt, reißen wir den ab, ne? Das wird wahrscheinlich... Das wäre noch eine Option sonst, die mir einfiel, aber wir lassen jetzt mal hier ein bisschen, dass wir auf jeden Fall dieses Gegner erfrieren drin haben. Spitzhacke fehlt noch. Und da kommt der Gegner bestimmt, oder? Ja, der ist hier in dem Turm. Noch greift er nicht an. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal den kleinen Turm weggerissen. Vielleicht hat der, ist der da ein bisschen angstvoll, jetzt die großen Türme anzugreifen. Wir müssen auf jeden Fall das Gegner erfrieren. Das kann hilfreich sein. Jetzt greift er an. Inwiefern aufopferungsvoller? So, jetzt macht der mir wieder Pioniere. Na, was ist das denn? Ist da ein Krieger von mir hochgerannt? Meinst du mit Pionieren oder was? Okay, warte mal, den Angriff haben wir jetzt geschafft, ganz gut, ne? Die Frage ist jetzt, wann der wieder angreift. Und wer mehr verloren hat, er oder ich? Das kann ich gerade nicht einschätzen, wer mehr verloren hat. Ein paar Lanzenkämpfer müssen wir also auch noch machen, dass wir wenigstens die Türme wieder voll besetzt bekommen. Ja, Schlacht gewonnen, würde ich mal sagen. Aber die Frage ist halt, haben wir jetzt so viel Soldaten verloren, dass wir gar nichts mehr damit machen können? Wir wollen auf jeden Fall hier, wir haben einen Lanzenkrieger hier weg und... Wir haben halt nichts mehr an Soldaten, ne? Jetzt kommt der nächste Schwung. Ist halt die Frage, kriegen wir den jetzt? Der kommt jetzt mit 3.
Ja, die Frage ist halt, wann er angreift, denn, ne? Die Frage ist halt, wann er wieder angreift. Die Frage ist, also soll ich jetzt lieber speichern oder lieber nicht speichern? Das ist gerade so ein bisschen die Frage. Ich meine, wenn er jetzt einfach so weitermacht. Wie meinst du das mit alle 10 Slots? Verstehe ich gerade nicht. Ach so. Hast recht. Ich meine, wenn er jetzt die ganze Zeit mit Einzelnen kommt, wenn ich mich hier ein bisschen besser aufbauen kann, würde mich das ja gar nicht stören. Oder? Also wenn wir jetzt uns jetzt hier eine Armee aufbauen. So, selbst da die 4 Leute, die machen ja nichts. Die Frage ist nur, was passiert, wenn Blau noch dazu kommt, ne? Jetzt wird es ein bisschen mehr von dem. Das Wohnhaus ist fertig, ich brauche mehr Mana-Produktion. Das habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt jetzt. Das sollten wir aber mal angehen. Jetzt kommt Blau unten. GG, das war's jetzt. Blau werden wir nicht aufhalten können. Das war's jetzt. Das ist das GG, glaube ich. Na, Abenador. Ich werde es nicht hinbekommen. Also Blau kommt jetzt hier und greift mit einer Riesenarmee an. Wenn ich nichts gegen einzuwenden habe jetzt. Ja, immer noch. Wieder, wie auch immer. Das auch. Ich werde die Mission nicht schaffen. Da kommt Blau. Wir haben jetzt den Angriff von Gelb überlebt, aber jetzt kommt Blau. Und ich habe keine Ahnung, was ich gegen Blau jetzt machen soll. Weil Gelb auch die ganze Zeit noch dazu kommt mit einzelnen Soldaten. Ja, was soll ich denn noch machen? Also, das war's jetzt mal wieder.
So, der Turm ist jetzt lost. Jawohl. Das war's, ne, vom Blau. Der Turm ist halt, also dass der den Turm da so einnimmt, das ist aber auch unglücklich. Ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt versuchen, eine Kaserne zu bauen oder so noch, aber wird nichts bringen, der ist ja eingenommen. Den darf ich nicht verlieren. Wo habe ich jetzt das letzte Mal ordentlich gespeichert? Was, um 8 und um 52, ne? Ne, es war schon... Ah, ja, das ist später gewesen, ne? Da haben wir gelb geschafft. So, warte mal kurz. Ne, es war das. Einfrieren haben wir gleich. Also die Frage ist, wie schaffen wir es jetzt, dass der Gegner uns hier nicht killt? War das schon da? Haben wir da den Angriff von Gelb schon gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Oder kam der dann? Die Frage ist, kann ich hier noch irgendwas tun, um irgendwas auszubessern? Ich weiß aber nicht was. Wir müssen hier noch mehr Türme bauen. Aber es kann nicht sein, dass wir so eine Armee an Türmen haben und trotzdem kriegen wir es nicht hin. Der hat auf jeden Fall jetzt das letzte Mal von hier angegriffen, nicht mehr von oben. Und einfrieren haben wir auf jeden Fall auch ready, das ist gut. Einfrieren kann uns den Arsch retten. So, da kommt der Gegner. So, wir müssen die scheiß Schwertkämpfer da besiegen. Hat er mir ein paar Pioniere gemacht, der Arsch. Ja, und jetzt nimmt er, oder? Jetzt hat er fast keine Schwertkämpfer mehr, aber wir haben auch nicht mehr viel. Problem ist jetzt, wenn jetzt Blau kommt.
Und also ich dachte, Kernblau jetzt schon. Da sind auch keine Schwertkämpfer mehr, das ist scheiße. So, jetzt haben wir natürlich wieder fast keine Soldaten. Die Frage ist, was können wir machen? Wir können eine zweite Waffenschmiede bauen, das habe ich die ganze Zeit noch nicht gemacht. Das war ein Fehler. Aber ansonsten, was soll ich denn jetzt? Ich habe glaube ich schon wieder verloren, oder? Also ich könnte jetzt mit ihm noch arbeiten, okay. Würde mir aber jetzt wahrscheinlich erstmal nichts mehr bringen. So, wenn jetzt gleich Blau kommt, bin ich wahrscheinlich wieder erledigt, weil er jetzt einen Turm annimmt. Wobei, jetzt haben wir einen Turm mehr hier stehen. Achso, weil wir verteidigen Speere, okay. Macht Sinn. Ein paar Schwertkämpfe machen, damit die Türme ordentlich besetzt werden. Ich baue schon mal voll, ich habe noch einen Hammer und eine Spitzhacke dann. So, dann wollte ich ja eigentlich die Mana-Produktion aufbauen, das kommt jetzt auch langsam, okay. Aber... Weiß noch einer, um welche Uhrzeit, das war irgendwie 56, was wir genommen hatten oder sowas, ne? Da kommen jetzt drei, sind das eigentlich, wer sind das? Tier 1, 2 oder 3, ich kann es gar nicht sehen. Kennen. Blau hat halt zum Großteil Billigsoldaten, der hat ein paar gute dabei. So, die Waffenschmiede steht jetzt gleich, die zweite. Dann würden wir ein bisschen schneller Waffen produzieren. Aber jetzt kommen ja auch echt eine Menge Soldaten wieder rein, ne? Okay. Zweite Waffenschmiede steht, das ist schon mal gut. Das war jetzt der, ne? 15.10 Uhr. Boah, die Mission ist echt hardcore. Ah ne, steht hier noch nicht, steht jetzt fast. Ne, wenn wir sagen, was kann ich gerade noch... Jetzt kommt Blau hier hin. Krieg ich nicht, oder? Sag mir ehrlich, habe ich eine Chance, das zu schaffen? Also wenn Blau jetzt keinen Turm einnehmen sollte, hätte ich noch eine Chance. Ich meine, wir haben jetzt hier einen Turm mehr stehen als eben. Aber sonst haben wir hier auch, wir haben halt hier kaum Soldaten, ne? Wir haben nur den einen Turm mehr da stehen als eben. Wir haben auch für einen hier noch nichts dabei.
Lass Pioniere, ne? Einfrieren ist noch nicht so weit. Großes Wohnhaus kommt. Ja, ich habe jetzt schon die zweite Waffenschmiede, habe ich ja gerade schon gebaut. Oh, komm, kommt. Ja, das war's. GG. Oder? Warte mal, Blau hat sich aber jetzt sehr gut aufgesplittet für mich, also für mich gut. Das hat Blau jetzt doof gemacht, weil da gerade die Soldaten kamen. Wenn er nur noch Bogenschützen hat, ist es ja nicht so schlimm. Oh, da ist was gestorben. Scheiße, wo mein Priester ist da. Fuck, fuck, fuck. Und der Turm, der darf nicht fallen, aber der fällt. Oder er fällt doch nicht? Aber wir haben echt nicht genug Soldaten, ne? So, wenn er jetzt Blau besiegt, ich weiß ja, Gelb greift halt immer nur mit so ein paar Soldaten an, ne? Fehlen halt noch, da fehlt halt wieder an Leuten in den Türmen. Wir bauen da mal ein großes Wohnhaus hin. Okay, noch leben wir. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Priester ist. Da ist noch einer. Da sind noch drei Stück. Waffenschmiede und wir brauchen auch hierfür noch eine, ne, von diesem Laboratorium. Und noch ein Lager, am besten für Gold. Ich weiß nicht, wohin mit dem Gold. Da kommt die nächste Schar. Okay, das war's jetzt. Das glaube ich, war es jetzt wirklich. Oder wobei, viele sind das nicht, ne? Die Frage ist halt, schaffen die es, die Türme einzunehmen? Da kommt Blau jetzt. Alter, was macht denn Blau hier, der Sack? Wo geht denn jetzt her?
So, Gegner einfrieren habe ich gleich auch ready, aber ich brauche auch mehr. Wie kommt jetzt von hier der Sack? Ne, das Problem ist jetzt die Türme, da fehlen halt zwei Leute drin. Und einer drin und da fehlen zwei drin. Okay, wenn er jetzt nur immer noch mit Einzelnen angreift, das ist ja nicht so schlimm. Wenn er es jetzt macht wie Gelb und immer nur einzelne Soldaten schickt. Halt nur nervig auf Dauer, ne? Aber guck mal, jetzt haben wir hier wieder drei und einen Schützen. Wir brauchen jetzt noch ein paar Schwertkämpfe. Ich mache gleich wieder Geschenke, oder? Sollen wir jetzt Geschenke machen oder sollen wir das verwahren, hier das Gegner einfrieren mal aufwand, falls die nochmal mit einer großen Armee kommen? Aber die scheinen jetzt wirklich nur so kleine Pissdinger zu schicken. So, da kommen noch ein paar Schwertkämpfer bei, dann haben wir die Türme wieder besetzt. So ein bisschen die Frage. Ich speichere nochmal bei dem hier von 15.15 Uhr. Jetzt sagt man, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, was sollen wir jetzt, wie sollen wir uns als nächstes vorgehen? Die Waffenschmiede. Wir brauchen auf jeden Fall die Waffenschmiede, dass wir mehr Soldaten machen. Das können wir da noch einen Turm? Sollen wir noch mehr Türme bauen oder? Wir bräuchten eigentlich mal ein bisschen Mana, ne? Das Mana muss schnell gehen. Wir müssen nicht mehr so lange leben. Tatsache, müssen wir nicht mehr ewig leben. Wir müssen nur im Prinzip. Ja gut, wir müssen den Kampfkraft noch auf 100% bekommen, das wird noch dauern. Also Leute, das ist aber... Stoppt gerade ein bisschen, weil wir gleich noch Lager brauchen. Ist eigentlich der Steinbruch. Macht ihr hier noch irgendwas? Ich weiß es nicht, aber da ist noch genug Stein. Der andere hier irgendwo. Hier war doch auch noch ein Steinmetz, oder? Sehe ich gar nicht mehr. Ich sehe den Steinmetz hier nicht vor lauter Gebäude da. So, die Türme scheinen jetzt wieder alle, oder ist der auch, die sind wieder fast alle voll besetzt. Nur ein Schwertkämpfer. Da kommt der nächste Angriff und das wird unser Ende sein. Den werden wir nicht aufhalten können. Jetzt kommt er mit seinen T3-Leuten an. Das wird sein. Das wird unser Ende sein. Alter, guck dir das an, das werden wir niemals hinbekommen, das zu knacken, oder? Der würde den Turm wahrscheinlich erstmal angreifen.
Nee. Guck dir die Armee an. Und wir haben, hätten wir noch einen Pferden gehabt, vielleicht, aber das sind zu viele. Warte mal, ich versuch mal was. Weil, warte mal, es gibt gerade die Soldaten, die ihr rekrutiert werden, das könnte uns den Arsch retten. Weil dadurch hat sich Blau jetzt sehr aufgeteilt. Ist ja die Frage, ob es Gelb auch noch kommt. Ne, er zieht sich zurück. Weil der eine Teil ist hochgegangen, der andere ist an der Kaserne stecken geblieben. Das war nice. Ja, wir haben jetzt fast nichts verloren. Ich speichere nochmal hier in dem Spielstand. So, es müsste eigentlich Gelb wiederkommen. So, und das hier ist jetzt auch soweit fertig. Das müsste jetzt gleich dazu führen. Brauche noch einen Hammer. Es müsste eigentlich dazu führen, dass wir gleich... dass wir nicht mehr so viel brauchen. Haben wir noch irgendwo einen kleinen Tempel, den wir gerade bauen? Zufällig? Nein, wir brauchen hier noch einen kleinen Tempel. Komm, gib ihm. Wir sind bei 62% und wir brauchen halt noch die... Also wir brauchen ja nur die Soldaten dann die 100% Kampfkraft, ne? Dafür brauchen wir Lager, damit das hier abtransportiert wird. Das heißt, das Lager ist gerade sehr wichtig. Alter Vater, ey, das ist eine Mission. Der wird gleich wieder angreifen. Na, das ist gut, dass hier die Kaserne steht. Das hat mir jetzt schon zweimal den Arsch gerettet, dass die sich aufgeteilt haben. Und ich überlege, ob ich jetzt gleich warte, dass wir einfach hier warten, dass wir einfrieren, auf jeden Fall immer parat haben. Ja, habe ich ja gerade hier. Ich baue gerade den Tempel noch, das habe ich ja gerade eben schon hingestellt. Wir können auch noch hier Häuser abreißen, dann haben wir direkt die Baumaterialien. Bitte sehr. Also Waffen kriegen wir jetzt ein bisschen zusammen, ne? Das funktioniert jetzt halbwegs. Das Lager steht jetzt auch, das ist gut, dann kann das Gold nämlich da reingebracht werden. Dann können wir wieder mehr Gold produzieren und unsere Kampfkraft erhöht sich. In Gelb haben wir jetzt nichts mehr gehört. Alter, aber die Mission, ey Leute, jetzt ohne Scheiß, die Mission ist schwer, oder? Meine ich das nur. Also ja, ich habe, ne, ich sag nicht, dass ich hier alles top gemacht habe, aber die Mission ist auch, glaube ich, einfach schwer. Ich habe hier gerade ein mittelgroßes Wohnhaus noch. Können wir ein großes Wohnhaus jetzt hier hinstellen. Da ist Gelb. Also ich finde, die Mission ist echt knackig. So, auf jeden Fall, Soldaten funktioniert halbwegs. Jetzt auf jeden Fall kriegen wir immer gut was zusammen. Die ganze Zeit. So, und ich glaube, wir lassen jetzt so lang ein Geschenk aus, bis wir einfrieren voll. Also bis wir so viel haben, dass wir einfrieren immer noch machen können. Weil einfrieren kann uns auch den Arsch retten.
da auch noch eine Imkerei. Dafür machen wir jetzt den Förster hier noch ein bisschen. Der Dieb hier ist gut, da können wir uns immer auf die Angriffe so ein bisschen vorbereiten. So, 78%. Wenn wir wenigstens gleich die T3 Bogenschützen hätten, knallen wir wenigstens ein bisschen besser rein noch. So, den First hier brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Macht die Mine hier eigentlich noch was? Ja, macht nur 40%, ist okay. Ja, Kampfwurf nur 77, war die nicht gerade bei 78%? Ne, es war die, der Aufstieg von Mana, stimmt. Also wenn wir da jetzt erstmal T3 Bogenschützen haben, dann habe ich ein gutes Gefühl, dann brauchen wir nur noch die Kampfkraft und hätten dann instant gewonnen. Boah Leute, danke für eure Hilfe, ohne euch hätte ich das nie auch nur ansatzweise geschafft. So, haben wir jetzt genug Lager? Wahrscheinlich nicht, ne? Die macht nur 6% Schwefel. Wir müssen auch mal mit unserem... Haben wir noch irgendwo einen Geologen rum sitzen? Hier haben wir da auch noch irgendwo Schwefel, oder? War hier Schwefel? Aber sonst haben wir gleich die Laboratorien und kein Schwefel mehr, ne? Das sehe ich nämlich gleich als nächstes kommen. Da müssen wir noch ein bisschen vorbereiten. Und wir machen noch einen zweiten Geologen gerade mal. Ich glaube, hier war auch irgendwo noch Schwefel. Die machen halt fast gar nichts, 6%. Ich denke mal, da kommt blau, aber das sieht nur so aus, als wäre das so groß. So, Wohnhaus steht gleich. Mal eben hier wegklicken. So, such da mal Schwefel. Ich brauche mehr Schwefel. Weil die hier kann man eigentlich abreißen, die 6%, ne? Komm. Irgendwo muss doch da noch was anderes sein. Ein kleines Vorkommen. So, jetzt haben wir 98%. Jetzt brauchen wir gleich nur noch die Kampfkraft. Ich weiß, wie viel Gold brauchen wir dafür noch. 100, okay. So, jetzt müssen wir noch 30 Soldaten herstellen. Und brauchen noch die Kampfkraft. Können halt Geschenk machen. Da ist noch Schwefel. Dann bauen wir da noch eine Schwefelmine hin. Setzen wir mal auf Prio. Oh. Keine Ahnung, wie viele Einheiten hier mittlerweile sind. Aber im Moment scheinen wir genug zu produzieren, dass der Gegner denkt, okay, wir greifen mal nicht sofort an. So, wir brauchen halt nur noch... Jetzt brauchen wir immer noch das Gold. Ist ja die Frage, ne? Können wir jetzt abwarten eigentlich? Weil wir können jetzt im Prinzip nichts mehr machen, ne? Können wir noch... Wir brauchen nur das Gold. Mal her. Hier bitte sehr, vielleicht ist da ja auch noch irgendwas Lustiges.
Also Waffenschmieden haben wir eigentlich genug. Wir haben ja nämlich nicht mehr genug Kohle, die wir produzieren dafür. Könnten noch, haben wir zwei Bäckereien eigentlich mittlerweile. Ja. Wir könnten halt noch eine Getreidefarm bauen. Können wir sonst sowas machen? Da ist noch Kohle auf jeden Fall. Sollten wir vielleicht auch nochmal eine Kohlemine hinmachen. ...80% Kampfkraft. Das dauert jetzt halt ewig, ne? Ich speichere nochmal und versuche nochmal vorzuspulen, ob dann was passiert, oder? Passiert was, wenn wir jetzt vorspulen? Wir brauchen immer nichts bauen, ne? Da sind noch Edelsteine. Haben wir denn genug Edelsteine oben überhaupt noch? Ja, Edelsteine haben wir satt und genug. So viel brauchen wir gar nicht. Also, haben wir einen Nachteil, wenn wir jetzt vorspulen? Einmal ein Geschenk machen noch. Reicht. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal, oder? Das ist halt jetzt wirklich nur noch lästige Warterei eigentlich. Achso, der soll nochmal suchen, ob da auch noch was an Schwefel ist. Weil er Schwefelpeter im Moment. Da kommt aber jetzt Schwefel. So Leute, können wir noch irgendwas machen? Sonst würde ich jetzt vielleicht doch tatsächlich mal vorspulen. Mach jetzt nochmal F9. So, da ist noch Schwefel. Ist auch kein Riesenvorkommen, aber egal. So, der Bauer arbeitet. Die drei müssten wir jetzt eigentlich genug haben. Das heißt, wir brauchen nur noch die Offensivkraft. Dazu brauchen wir im Prinzip noch Gold. Dann haben wir es. Habe jetzt noch zweimal vorgespult, weil... Hast du eine Spitzhacke noch? Da ist nur Diamant drin. ...82% Kampfkraft. Mana steigt jetzt relativ gut an, ist mein Gefühl. Wir brauchen noch ein bisschen Honig, den können wir vielleicht noch irgendwo mit anbauen.
Sollen wir hier auch nochmal so ein Honigding machen? So ein Imker? So, Lager haben wir noch ein bisschen Platz, aber brauchen wir sicherlich auch noch ein bisschen mehr. Im Moment alles gar nicht mal so schlecht aus. Noch eine Bäckerei bauen, dass wir ein bisschen mehr Brot hinbekommen. Und vielleicht noch ein Wasserwerk. Soldaten kriegen wir jetzt wirklich eine Masse hin. Habe ich es mal dreimal vorgespult. So, und jetzt sieht das wieder aus, als würde es ein bisschen besser laufen. Ist Diamanten noch? Da ist auch noch Schwefel. Einfach damit wir es haben. So, und jetzt scheint es im Moment relativ gut zu laufen. Also im Moment der Gegner hat nicht das Bedürfnis anscheinend, uns hier groß zu attackieren. Aber wir haben halt auch noch die, wir sind bei 85%. Die Frage ist jetzt, wie oft wir vorspulen können, ohne dass was passiert, ne? Weil wir müssen nur noch die Kampfkraft drauf, wir haben genug Soldaten, wir müssen nur noch auf Kampfkraft von 100% kommen. So, das ist jetzt das Einzige, was noch fehlt. Lager sollten wir auch noch bauen. Alter, wie viele scheiß Lager brauchen wir hier? Wir haben ja gleich gar keinen Platz mehr. Jetzt mal folgendes. Wir machen hier jetzt noch ein bisschen was. Einfach weil ich Angst habe, dass wir sonst hier keinen Platz gleich mehr zum Bauen haben. Ja, die Lager sind jetzt schon echt begrenzt. Das hier aus. 90 Leute noch. Wohnhaus können wir auch nochmal bauen. Dann gib ihm. Die Kohle läuft nicht mehr ganz so gut, aber das ist. Wir haben ja, oh, die macht nur 3%. Weg, die verschwendet nur. Ich hoffe, dass wir bis zum Ende noch genug Kohle haben. Nicht, dass wir nachher, dass wir dadurch noch verlieren, dass wir keine Soldaten mehr herstellen, die uns angreift. Also das ist echt krass. Wir haben jetzt zigmal nach vorne gespult und wir kriegen halt nichts mehr an Kampfkopf dazu, ne? Weil das halt immer weniger wird. Immer mehr Gold brauchen. Ich meine, hier war auch noch Kohle irgendwie. Können wir da nämlich noch Kohle bauen? Das ist schon krank. 89% Kampfkraft. Nur 11%.
Ich weiß nicht, was ich sonst so mache. Also ich glaube, jetzt passiert nicht mehr viel. Ne? Soldaten haben wir jetzt hier einige. ...91% Kampfkraft. Hier ist auf jeden Fall noch Kohle. Was sind die wieder? Wenn sich hier mal die Kohle holen, dass wir da noch Kohle anbauen, also abbauen können. Nicht anbauen. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Passiert ja nichts mehr. Ich habe jetzt noch ein paar Mal vorgespult. Weil irgendwas müssen wir noch machen. Wir müssen ja nur noch warten, bis wir das Gold voll haben. So, die Lagerplätze, ein bisschen Lagerplatz haben wir noch. Wir bauen aber noch ein Lager zusätzliches rein dann für Gold. Einfach dann haben wir es. Auf jeden Fall noch safer. Jetzt reicht gleich echt der Lagerplatz nicht mehr, ne? Sehr schön kommen. Ups. Ist auch noch Kohle, können wir auch noch eine Kohlemine bauen, vorsichtshalber. Ne, können wir nicht. Kommen wir hier hin. Ja, guck mal, jetzt haben wir eine Soldatenproduktion wirklich ganz gut. 91% Kampfkraft. Ja, was können wir machen, damit wir jetzt 100% Kampfkraft bekommen? Ist irgendwie ein bisschen dämlich gerade, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll. ...92% jetzt. ...91%. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt Ewigkeiten vorgespult. Aber wir machen halt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist nur wer da, der mir helfen kann? Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin ein bisschen überfragt. Wir können es aber versuchen anzugreifen, weil eigentlich sollte das ja hier reichen an Soldaten. Um vielleicht zu gucken, ob der Gegner noch Gold hat. Oder wir machen einen Gegner platt, dann kriegen wir auch ein paar Prozent dazu.
Weil bis wir jetzt 100% haben, das dauert doch ewig. Also ich weiß gar nicht, wie wir es machen sollen. Also ne, der steht hier auch voll mit einem, aber... So, jetzt habe ich... Ach ne, die sind schon alle aufgewertet. Ich weiß nicht, wie ich auf mehr Kampfkraft jetzt kommen soll, sonst. Und vielleicht haben wir so, dass das denn unser Land hier ist, weiß ich nicht. Okay, jetzt will er hier durch. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist, ne? Wenn wir hier angreifen und uns dann eventuell nochmal kloppen, aber meine Idee war, dass wir jetzt eventuell irgendwie dann... noch schaffen, dass wir Gold von dem bekommen oder so. Wir sind jetzt bei 94% Kampfkraft, aber das geht ja so nicht weiter, das dauert ja ewig. Also es dauert ja noch 5 Stunden, bis wir jetzt bei 100% sind. Okay, was macht er jetzt? Okay, er hat gut was verloren. Also ich weiß nicht, was das jetzt hier ist, aber ich glaube, der hat mehr verloren als wir. Weil der hat ja eine große Portion immer, heißt es ja immer. Aber gut, kann nichts machen, ne? Also wir sind bei 94% Kampfkraft und irgendwie müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwas machen können. Das Einzige, was mir einfällt, ist, den Gegner zu plätten. Und dann entweder sein Goldvorkommen einzunehmen. Oder seine, den einfach wegzumachen, damit nur zwei Gegner da sind. Also was anderes wüsste ich jetzt nicht, was wir machen sollen. Können, wie auch immer. Was sind da unten noch? Alter, was ist bei denen denn kaputt? Also der geht auch mal hier rüber. Also... Wir haben jetzt so viel Gold, aber kommt halt nichts, wenn wir nicht weiterkommen. 94% Kampfkraft, das reicht halt nicht, ne? So, können die jetzt mal hier irgendwie gucken, dass wir die das verbinden? Vielleicht, dass wir ja nice, wenn wir das eh schon erobert haben. Sind auch noch mal ein paar Soldaten bei. So, was sollen die Waffenschmieden jetzt eigentlich? Sollen die ein bisschen mehr? Ich habe das Gefühl, da kommt zu wenig, ne, bei den Laboratorien. Ne? Da fehlt es an Edelsteinen jetzt. Die sind noch da. Wenn die hier nicht mehr abgeholt werden, kann das sein?
weil ich da alles zugepflastert habe. Also war das jetzt das Problem? Muss ich da noch ein Holz machen, der hier den Weg frei macht? Ich habe keine Edelsteine mehr, deshalb wird das Gold auch nicht mehr. Wahnsinn. Das scheint das Problem gewesen zu sein jetzt. So, gucken wir mal, ob das für das hinbekommen. Dann können wir nicht von denen die Edelsteine nämlich auch noch nehmen, die da sind. Dann gucken wir, ob jetzt alle Soldaten gleich weg sind von uns oder ob wir da noch was am Leben haben. Weil er hat nicht mehr viel. Jetzt hat er natürlich ein paar Pioniere gemacht. Dann kommen wir hier hin, wenn ihr schon sonst nichts Sinnvolles machen könnt. Das war's an seinen Soldaten. Der mit seinen Pionieren, ne? Also. Habe ich den Spitzhacken hier auch noch herstellen lassen gerade? So, komm, Land einnehmen, na komm, holen wir mal den nächsten Turm, wir müssen den Gegner nicht besiegen, aber wir müssen irgendwie an die Dings kommen. So, jetzt produzieren die nämlich wieder und dann kann man das vielleicht auch holen. Wir hätten echt keine Edelsteine mehr, das ist natürlich übel. So, den Turm haben wir jetzt auch geholt. Wir mal den nächsten Turm einfach, dass wir mal gucken, was wir so haben. Vielleicht finden wir noch was Tolles hier. Vielleicht haben die ja irgendwo noch Gold oder sonst was. 95% Kampfkraft. Wird nämlich jetzt ein bisschen besser. Jetzt läuft es wieder mit der Goldproduktion. Das sollten wir auch mal stoppen, ey. So, und das ist gleich ein Reich, nämlich dann können wir nämlich das hier auch holen. Dann können wir uns endlich die Sachen auch holen und dann soll es noch ein bisschen schneller gehen vielleicht. Wenn wir Glück haben. Da ist noch Eisen und Kohle, auch das können wir gebrauchen. Als wir den Turm hier haben, holen. Also er hat noch genug Soldaten, ne? Ich darf ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber hat mir jetzt natürlich ein bisschen seine Wirtschaft kaputt gemacht. Also zwar nicht so, dass ich jetzt, dass er jetzt Angst hat, dass er gar nichts mehr machen kann. Die sind ja meistens relativ gut aufgestellt. Aber.
Aber eigentlich ist er dann doch verloren. Und den Turm haben wir auch hier eingenommen. Jetzt ist nämlich das hier unser Reich. Jetzt kommen nämlich die ganzen Träger und holen sich die Sachen. Das wollte ich nämlich. Ich weiß natürlich nicht, ob er uns jetzt angreifen möchte, aber ich glaube eher nicht. Und wenn soll es mal probieren. Der Holzfäller soll jetzt das mal hier wegmachen, dass wir nämlich an das Ganze kommen, an die Edelsteine. Speichern wir nochmal. So, 97% Kampfkraft, 98%, ich spule jetzt nur vor, 99% und wir haben das Spiel gewonnen. Wobei wir eigentlich, wir haben erst 99, ne? Auf jeden Fall haben wir das Spiel gewonnen, Leute, wir haben es geschafft. Ja, und wir sehen, also so viel richtig krasse Armeen hat der Gegner. Ich wette, dass hier, wenn wir das hier erobert hätten, hätten wir das bekommen. Also der hatte schon noch einiges, aber nicht so krass, weil Blau hatte hier viel, ne? Alter, war das eine Mission. Das war aber echt hardcore. Das war richtig krank. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Mission endlich geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen und zur nächsten Mission. Hoffentlich geht die ein bisschen einfacher.